Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, wir lösen heute Freitag, den 1. März. Wow, wow, wow. Freitag, okay. Also eben, wir haben ja unseren Standort, den können wir immer noch weitermachen. Den Freitag, den haben wir normalerweise mit dem da gemacht. Hä? März haben wir jetzt da oben. Da können wir den da hier immer noch hier hinsetzen. Mit dem da hätten wir März. Könnte man zum Beispiel den hier hin machen, weil es sicherlich keine gute Idee ist. Elio muss sicher das T noch losbringen, hä? Ah, das geht ja eh nicht, hä? Shit. Und wenn wir den hier hinsetzen und den da. Und keine Ahnung, da müsste ich da nochmal so einen haben, gell? Und irgendwie fehlt die 1, oder? Irgendwo ist die 1 flöten gegangen. Okay. Dann könnte man den zum Beispiel hier hin machen. Dann hätten wir die 1 noch hier unten, das T hin. Und den da wird aber auch nicht besser, hä? Wird auch nicht besser, weil ich dann den da immer noch brauche, und wenn ich den hier hinsetze und den da, dann habe ich tatsächlich Freitag den 1. März. Ja, ist okay. So, wir machen jetzt noch das Hintergrundbild. Ich habe da schon ein bisschen was ausprobiert, was mehr oder weniger nicht wirklich funktioniert hat. Es hat jetzt eine neue Funktion gegeben, wobei ich dachte, die ist schon länger da, dass man ein Bild auch als Referenz nehmen kann, als Style-Referenz und nicht nur das Bild selber. Und das habe ich jetzt hier mal ausprobiert. Ich habe jetzt den Prompt genommen, den wir eigentlich immer hatten. Ich habe die Seed noch vom letzten Bild. Ich lasse die einfach mal so. Image Rate habe ich auf 1 gesetzt. Das ist, glaube ich, es wird genommen, aber ja. Nicht so richtig viel davon. Dann habe ich ein Bild von HR Giger hinzugefügt für den Style und das Bild, das wir eigentlich verändert haben wollen. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. Dann schicken wir das gleich ab, gell? Und warten mal, create, bis er uns das Ding bringt. Da sind die 4, die er uns da hoffentlich zusammenbastelt, und dann schauen wir mal, was er daraus macht. Mein Ziel wäre ja schon, dass man Bilder hinkriegt, die aussehen, als ob sie von einem bestimmten Künstler gemalt worden sind. Und ich denke, damit sollte das jetzt ein bisschen einfacher möglich sein. Ich hoffe es jetzt mal. Da sieht man jetzt noch nicht wirklich viel. Da kommt schon ein bisschen, ja, da kommt ein bisschen HR Giga rein. Und das Bild, das wir hatten, sieht man irgendwie auch immer noch. Das sieht jetzt so auf Anhieb nicht so schlecht aus. Der Stil vom Bild ist ein bisschen komisch, aber ich nehme an, den hat er jetzt vom Schwarz-Weiß-Bild, das ich angehängt habe, übernommen. Oben rechts gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Man sieht nicht wirklich, worum es geht. Also ich auf jeden Fall nicht. Sie schaut ein bisschen komisch aus der Wäsche. Unten rechts hat man irgendwie eine Hand zu viel drin oder einen Arm zu viel da vorne quer durch. Sonst wäre es recht cooles Bild. Oben links ist okay, die Finger sind ein bisschen lang. Hä? Aber ist der HR Giga, das kann ja sein. Und unten links ist auch, ja, warum nicht, gell? Sie hat ein bisschen dicken Hals vielleicht. Und deswegen werde ich mich mal wieder für oben links entscheiden. Die langen Finger damit, die kann man, naja, ist halt HR Giga. Dann kommt natürlich die Frage her, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Dann danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns wieder morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.